Gut, das gibt es jetzt hier nicht, aber ich zeige Ihnen eine Überraschung, also etwas, womit man nicht rechnet. Warum ich? Da kann ich nur sagen, auf ihr. Oh. Bei heute wissen wir natürlich, dass mit der Unsterblichkeit und der Unverwundbarkeit klappt nicht mehr wirklich. Das ist ja auch sehr heiß. Ja, wirklich. Aber was heute noch funktioniert und wahrscheinlich die nächsten Jahrtausende ebenfalls, ist die Macht der Magie. Ich komme zur Kommunikation und in der Kommunikation ist es ja in der Regel so. Wir haben immer einen Anfang, wir haben immer eine Mitte, das zentrale Gesprächsthema und wir haben meistens auch ein Ende. Schwierig wird es in der Kommunikation, wenn man manchmal Dinge sieht oder hört, die eigentlich nicht sein können. Ihr habt es doch gut angeschaut, oder? Und wenn man so ein Problem in der Kommunikation hat, dann ist es erstmal ganz geschickt, wenn man das dazugehörige Ende findet. Hier. Da hat man nur neues Problem. Man hat zwar zweimal Anfang, zweimal Ende, aber wie Sie feststellen werden, uns fehlt eine zweite Mitte. Und in diesem Fall nimmt man einfach die Enden, zieht die langsam nach unten, dann endet man bei zweimal dem Ende, zweimal dem Anfang und hat logischerweise auch zweimal die Mitte. Haben Sie das verstanden? Nein? Sie, hier, Sie, Sie, nicht alle, noch nicht. Ich will, dass Sie mir alle folgen können, gerade zu Beginn, deswegen ich fange einfach nochmal von vorne an, okay? Kann ich mal Smalltalk demonstrieren? Das ist hochinteressant, schau. Smalltalk, hallo, wie geht's? Ja, im Gegensatz zum Smalltalk gibt es auch so endlos Diskussionen. Da dreht man sich so stundenlang im Kreis, ohne Punkt und ohne Komma. Manche verhaspeln sich auch komplett, ja, Politikergespräche. Und dann braucht man so einen Kommunikationsexperten, der das wieder einigermaßen in die richtige Position bringt. Und vor allem jemanden, der Anfang und Ende ins Spiel bringt, damit wir dann letztendlich wiederum bei einer vollständigen Kommunikation enden. Super, Ihr Vorname ist Joachim. Okay. Joachim, ist okay? Kann man, ist alles in Ordnung? Passt. Okay, Joachim, Sie brauchen jetzt im Prinzip bei diesem Kunststück einfach nur mitmachen und letztendlich brauchen Sie gar nichts mehr zu sagen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und Joachim? Ja. Ich werde jetzt mit Ihnen, werde ich jetzt dieses Kunststück machen. Ja. Hier. Und Joachim? Ja. Sie brauchen nicht Ja sagen, wenn ich Joachim sage. Nein. Nein. Ich habe Ihnen dieses Kunststück natürlich mitgebracht. Ist klar. Ja. Und Joachim? Ja. Geht's los? Ja, klar. Es ist ein Kunststück mit Stahlringen. Das sehe ich. Ja, ich sag's nur für die, das ist der Text. Scheiß Text. Nein, also sechs Stück. Ja. Ja, also das ist der erste. Das ist der zweite. Ja. Das ist der dritte. Zählen kann man. Die vierte, der fünfte und der sechste. Toll. Ja. Und Joachim, bitte nimm mal einen Ring, prüf den Ring, ob der in Ordnung ist. Krieg ich noch einen zweiten? Ja, du kriegst auch noch einen Stand. Den noch einen zweiten. Klopf sie mal ineinander, aneinander, schau dir das an, ob das alles passt. Ja, das ist in Ordnung. Wir sind in Ordnung. Okay, Joachim. Ja. Halt deine rechte Hand ausgestreckt nach vorne. So? Ja, genau. Und jetzt nimmst du den dritten Ring dazu. Danke. Und zumachen. Ja, toll. Ja. Und Joachim? Geht's los? Ja, klar. Ich bin, das dauert halt ein bisschen, das ist die Vorbereitung. Ja, ja, ist klar, ist klar, ist klar. Tolles Kunststück. Ja, ich weiß, danke. Das ist ein Klassiker. Hätten Sie schon gesagt. Ich weiß. Ja. Und ich sage das Ganze mal mit vier Ringen. Aha. Mit eins, zwei, Hat sie? Nein, dann nicht übereinander, ich komme nochmal ein. Ach so. Ja. Nee, den anderen. Wie haben Sie das gemacht? Das ist ein Applaus. Jetzt dieses Handtuch auf, dieses Tuch drauf, so in die Waagrechte. Also einmal kippen, so wie vorher. Okay. Nee, die Waagrechte ist so. Aber und jetzt einmal so drüber schlagen. Ne? Und auf der anderen Seite nochmal. Jetzt nimmst du diesen Hammer und zerschlägst bitte diese Sandburg. Das ist ein Familienerbstück, keine Sorge, nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Super, hat gepasst. Ja, jetzt ist gut. Wenn es einmal tot ist, dann wird es zweimal.
irgendwann ist gut. Jetzt das Ganze wieder auffalten. Ja. So, okay, jetzt siehst du deinen Reinschein. Bitte nimm diese Pinzette vorsichtig, ist sehr scharf, und halt diesen Schein an der Pinzette nach oben. Und Isolde, wenn es sich dabei tat, nicht ganz so hoch. Wenn es sich dabei tatsächlich um deinen Schein handelt, Isolde, hoffe ich, ja, dass sich deine Unterschrift darauf auch befindet. Und kannst du bestätigen, Isolde, es handelt sich dabei tatsächlich um deinen Schein? Ja. Das ist wahr. Ja. Herzlichen Dank, schenke dir einen